Mann, die Wahl ist entschieden. Gerd Mayrhofer 111 Stimmen. Überrascht über die Zahl? Oder? Ja, ich habe eigentlich gemeint, dass es eigentlich knapper wird. Ich habe mir schon gedacht, dass er hinkommt natürlich. Aber dass es so klar eigentlich wird, hat mich schon ein bisschen überrascht. Natürlich erleichtert, weil ich natürlich die große Hoffnung habe, dass dieses ganze Theater damit jetzt auch beendet ist. Ich glaube, mehr Votum für ein Präsidium gibt es jetzt nicht mehr und damit sollte auch Herrn Kirmayr klar sein, dass er keine Mehrheit hat in diesem Verein. Ich glaube, dass das sehr wichtig war für die Zukunft des Vereins, weil wir erst jetzt natürlich ein gestärktes Präsidium haben und wir jetzt auch uns vollständig auf die Aufgaben konzentrieren können, die jetzt für uns kommen. Ich hoffe, dass wir jetzt mal so ein Stück weit Normalität wieder haben in unserem Verein und dass wir uns eben auf unsere Arbeit konzentrieren können, und zwar unsere Arbeit für den gesamten Verein, und uns nicht mehr mit Rechtsanwälten und irgendwelchen Akten auseinandersetzen müssen. Und, es geht halt auch darum, jetzt den Verein weiterhin auf eine gesunde Spur zu bringen, weil alles, was wir die letzten Monate erlebt haben, war nicht gesund. Also diese kriegerischen Auseinandersetzungen sind ja fürchterlich für einen Verein. Ja? Und die haben ja letztendlich auch weder dem Herrn Kirmayr noch dem Verein irgendetwas gebracht. Wir hoffen, dass wir weiterhin mit Ruhe und Bedächtigkeit am Umbau unseres Vereins arbeiten können und auch dafür sorgen können, dass auch unsere Profimannschaft wieder in Bereiche der Tabelle kommt, wo wir sie gerne sehen möchten. So, wenn es jetzt beim OLG noch mal eine mündliche Verhandlung geben wird, das wissen wir noch nicht, das hat das OLG noch nicht entschieden, dann müsste er zu dem Zeitpunkt noch Mitglied sein. Und wenn der Ausschluss wirksam war, dann hat er keine Mitgliedschaftsrechte mehr. Aber also wie gesagt, da kann man die nächsten 5 Jahre prozessieren und die Frage ist, ob das im Sinne des Vereins ist. Das sollte Herr Kirmayr sich mal überlegen. Was Menschen möglich ist, wurde getan. Jetzt sollte halt auch bei allen Beteiligten der gesunde Menschenverstand wieder einsetzen und man sollte zusammenhalten und sich trotzdem, was war, die Hand reichen. Dafür, glaube ich, ist es nie zu spät. Und es macht doch keinen Sinn, innerhalb einer Löwenfamilie gegeneinander zu prozessieren und die Anwälte und Gerichte zu beschäftigen. Das bringt keinen weiter. Und da zitiere ich jetzt jemanden, der mit 60 gar nichts zu tun hat, aber es war, glaube ich, bei euch in der Zeitung gestanden, der Dietmar Beiersdorfer vom HSV, der hat auch gesagt, wenn alle paar Monate der Trainer gewechselt wird, der Sportdirektor, der Manager, der Präsident, das macht vor der Kabinentür nicht Halt. Und das ist so. Das sind auch nur Menschen, die da Fußball spielen und die werden auch jeden Tag konfrontiert mit dem, was im Verein passiert und um den Verein herum. Und auch da wäre es einfach wünschenswert, dass man die Menschen in Ruhe arbeiten können bei 60 München, um einfach auch die Mannschaft in Ruhe Erfolg entwickeln lassen zu können. Das ist ein Plädoyer, nicht nur eines Anwalts, sondern auch jemand, der sich halt auch wünscht, dass die Leute mal in Ruhe arbeiten können und sich nicht mit solchen Sachen beschäftigen müssen. Und jetzt können Sie aber lächeln, oder? Nein.